Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch grüßen. Ich freue mich natürlich ganz herzlich, dass ihr am Start seid. Und zwar heute, ja, ihr habt lange genug damit genervt, muss man sagen. Champions-Raten gibt's mal wieder. Ja, Champions-Raten ist ja wahrscheinlich auch immer deswegen sehr, sehr interessant, weil man sein eigenes Wissen über League so ein bisschen abfragen kann. Ich habe mir gedacht, was mache ich denn heute für ein Thema? Nehmen wir Top dies, nehmen wir Top das? Heute nehme ich mir einfach 6 komplett random Champions, die in keinem Zusammenhang zueinander stehen, raus und werde diese quasi euch mit Tipps vorstellen. Das heißt, es wird heute unglaublich schwer werden. Ja, wenn ich sage Top 6 Pentakiller, dann weiß man schon so ein bisschen, ja, okay, da wird ein Masayi drin sein, da wird ein Fist oder Kassadin Akali, vielleicht eine Katarina, irgendwie sowas drin sein. Heute also extrem schwer. Außerdem habe ich mir vorgenommen, auch wieder sehr, sehr schwere Tipps mit reinzubringen. Ihr könnt am Ende des Videos sagen, ob das euch zu schwer war, ob ihr ein bisschen weniger haben wollt, was die Stärke angeht, oder ob es vielleicht sogar in Ordnung ist. Wichtig noch, bevor wir anfangen, muss ich sagen, es ist ja auch gar nicht schlimm, wenn man nicht alle Tipps errät, ja? Wenn man einen von 6 super schweren Tipps erraten hat, dann ist das schon ziemlich, ziemlich geil. Fangen wir an mit unserem ersten Champion, bevor ich jetzt hier noch mehr laber. Ich habe keine menschliche Gestalt. Ich nehme die Gestalt an, die meinen Opfern am meisten gefällt. Das darf man vielleicht nicht zu sehr wörtlich nehmen, aber es ist trotzdem richtig. Ich bin bezaubernd. Du weißt, dass es falsch ist und doch tust du es trotzdem. Erst peitsche ich meine Gegner aus und dann verschwinde ich. Ich liebe es, meinen Opfern Schmerz zuzufügen. Aber bevor ich dies tue, verdrehe ich ihnen den Kopf. Ich bin so ein richtiger Sadist. Also Sadist, für die, die es nicht kennen, ist eine Person, die gerne anderen Leid und Schmerz zufügt, ja? Und hier, ich glaube, der erste Champion, ich habe extra ein bisschen einfach angefangen, war auch nicht so schwer, es ist Evelynn. Ja, tatsächlich, sie hat keine menschliche Gestalt, sondern wenn sie quasi mit Level 6 ihre Dämonenform hat, ist sie ja quasi in Schatten gehüllt. Und diese andere Form, quasi, wenn sie normal rumläuft, ist die Form, die sie nutzt, um andere zu verführen quasi. Ne? Sie ist ja ein Dämon. Sie ist bezaubernd, sie peitscht die Gegner aus mit ihrer E. Das ist alles, glaube ich, relativ selbsterklärend. Dann kommen wir weiter und zwar zum Champion Nummer 2. Obwohl ich eine Nahkampfwaffe trage, kann ich damit Gegner auf Distanz treffen. Wenn mir wer zu gefährlich wird, dann ziehe ich mich in meine Kugel zurück. Ich trage eine goldene Rüstung. Oh Gott, der ist so einfach, der Champion. Holy shit. Ein göttlicher Segen, der Tempo gewährt. Okay, das war wirklich zu einfach. Viel zu einfach. Aber wir steigern uns vielleicht doch ganz langsam hier rein. Wir haben hier Kayle, meine Freunde. Kayle Minogue, wie auch immer. Klar, sie hat ein Schwert, kann damit aber trotzdem feuerschlagmäßig den Gegner treffen. Ihr Segen gibt Tempo, das heißt ihre W, ihr Heal. Und ja, sie macht quasi eine Kugel um sich rum mit ihrer Ultimate. Das sieht man auch in ihrem Splash-Art und damit ist sie ja quasi unsterblich, wenn es mal zu heiß wird, ne? Ja, okay, dann kommen wir doch mal ein bisschen schwerer hier und toppen das Ganze. Ich erlöse dich von deinem Leiden und sauge deine Kraft. Pflanzen verdorren. Gegner auch. Durch meine Ultimate erhalte ich zusätzliche Reichweite. Oh mein Gott, ist das krass. Beende es schnell. Ansonsten kannst du mich nicht mehr aufhalten. Und hier, meine Freunde, haben wir Nasus. Nasen, Nasenbär, Nasusus. Ja, was haben wir denn hier? Ich erlöse dich von deinem Leiden und sauge deine Kraft. Im Prinzip ist seine Q aussaugender Schlag. Ja, er saugt ja quasi Essenz der Gegner und wird dadurch permanent stärker. Ich habe so ein bisschen versucht, euch auf Fiddlesticks oder Vladimir hinzuziehen. Wahrscheinlich ist der ein oder andere auch drauf reingefallen. Pflanzen verdorren, Gegner auch. Das ist sogar sehr, sehr wörtlich zu nehmen, denn seine E ist das, glaube ich, seine W ist es, heißt verdorren. Ja, die heißt einfach verdorren. Ja, der Gegner geht ja auch quasi mehr oder weniger ein. Bewegen brauchst dich gar nicht mehr so schnell, wie du läufst. Durch meine Ultimate erhalte ich zusätzlich Reichweite. Klar, selbst erklären, er kann ein bisschen weiter reinhauen. Ist, glaube ich, auch irgendwann mal dazu gepatcht worden. War gar nicht immer schon dabei. Bände schnell, ansonsten kannst du dich aufhalten. Klar, ne? Er stackt bis zum geht nicht mehr. Und irgendwann ist er einfach ein kompletter Raid-Boss. Jetzt kommen wir zu einem, den ich sehr, sehr interessant finde. Ich weiß nicht, wie schwer er ist, aber schauen wir doch mal. Ich glaube, er ist so einfach, oh mein Gott. Ich fühle wenig, aber weiß alles. Ich fühle alles, aber weiß wenig. Zwei Teile eines Ganzen.
Wir sind eins. Yin und Yang. Ja, ihr merkt schon, ich habe hier so ein bisschen einen philosophischen Erguss gehabt, ja. Also, ich weiß nicht, wie schwer es ist, könnt ihr ja gerne droppen. Es war tatsächlich Kindred. Ja, was haben wir denn hier? Ich fühle wenig, aber weiß alles. Das trifft auf Lam zu, also der weißen Person, die man mehr oder weniger spielt. Und auf Wolf, also dem schwarzen, ja, Wolf halt. Ich fühle alles, aber weiß wenig. Und deswegen ergänzen dich diese beiden Personen sehr, sehr gut zusammen, ja. Sie sind voneinander mehr oder weniger abhängig. Sie sind in keinem Konflikt zueinander. Zwei Teile des Ganzen, Yin und Yang. Ja, das ist tatsächlich alles so, wie es halt ist. Ja gut, was auch so ist, ist der nächste Champion. Und zwar der Wanderstern am Nachthimmel. Wenn du zu mir kommst, dann wird es nicht so sehr schmerzen. Das gehört jetzt mir. Obwohl ich reise, bin ich festgewurzelt. Und der letzte Tipp. Good night. Ja, meine Freunde, wer weiß es oder wer weiß es nicht, bitte aufzeigen. Ja, es ist quasi Zoe. Ja, Wanderstern, so heißt wirklich ihre Q. Ich denke mal, das wissen die wenigsten Leute. Ihre Q ist Wanderstern. Komm zu mir und schmerzt dich so sehr, war natürlich hier auch wieder so eine kleine, ja, Ablenkung vielleicht, ne? So, ist bestimmt so Raka mit Stern, passt ja auch irgendwie. Aber es ist im Prinzip, ja, es ist ein schwerer Tipp, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn du jetzt ihr entgegenläufst, während sie die Q auf dich ballert, dann kriegst du nicht so viel Schaden. Das ist wirklich manchmal eine gute Mechanik, ja? Das gehört jetzt mir, ist ihr Spell-Stil quasi, obwohl ich reise, bin ich festgewurzelt. Sie kann während ihrer Ultimate, sie ist tatsächlich festgewurzelt, sie kann nicht laufen oder irgendwas machen. Und Goodnight, natürlich ihr Einschlafen-Spell. Ja, damit kommen wir zum letzten Champion, meine Freunde, und da könnt ihr euch nochmal auslassen, ob ihr den denn auch erraten werdet. Ich habe jede erdenkliche Waffe gemeistert. Du willst mich und ich will dich. Ich trage einen Zopf. Ja, GG. Kann man mit dieser Waffe überhaupt wirklich kämpfen bzw. zuschlagen? Das ist eine Frage, die habe ich mir selber ehrlich gesagt gestellt und auch in den Raum geworfen, sogar mal auf Twitch. Und da könnt ihr auch gerne mitdiskutieren. Und zwar handelt es sich hier nämlich um den freaking Kane. Ja, er ist wirklich laut seiner Lore ein kompletter Waffennarr. Der hat alle möglichen Waffen gemeistert. Ist ein komplett freaking Dude. Auch hier wieder einige, das ist bestimmt Jax. Nein, ist er tatsächlich nicht. Ja, du willst mich, ich will dich, klar, ne? Der Kampf zwischen Rast und Kane quasi, ich trage einen Zopf, ist selbsterklärend. Und ja, halt, er hat eine freaking Sense. Ich weiß, dass es Spiele gibt, wo man mit Sensen kämpft und so weiter, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie man mit einer Sense wirklich effektiv zuschlägt, ja? Vor allem, die Klinge ist ja auch innen drin. Das ist ja quasi so eine Sense, ist ja für Getreide, um das Getreide abzubauen zum Beispiel, ne? Um das abzusensen. Und ja, ich weiß halt nicht, wie man mit dem Ding so zuschlagen, also keine Ahnung, so höchstens so spitzhackenmäßig, dass du das Ding da oben die Klinge in den Kopf bekommst. Aber könnt ihr auch gerne hier mit mir diskutieren, ob das irgendwie ansatzweise Sinn macht. Ne? Ist halt ein Spiel, da kannst du alles. Pantheon kann auch mit seinem Speer werfen und etc. Aber, also immer und immer und immer wieder. Ja, ansonsten, ihr könnt jetzt gerne mal voten. Ich habe oben rechts so ein Voting reingemacht. Fandet ihr es grundsätzlich zu leicht? Fandet ihr es zu schwer? Ja, ihr könnt auch gerne unten reinschreiben, wie viele ihr erraten habt. Wie gesagt, wenn ihr nur einen von sechs erraten habt, dann habt ihr immerhin einen erraten. Wie gesagt, ansonsten beim nächsten Mal wird es dann, je nachdem, wie ihr jetzt votet, leichter oder schwerer. Ich wünsche euch was, haut ihr rein, auf Wiedersehen und tschüss.